Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle euch für unseren YouTube-Kanal Modbox, ja, unser neuntes Türchen vor. Immer und wie immer in Zusammenarbeit mit BGE-Modding und dem lieben Billy. Ja, moinsen. So, Billy, jetzt haben wir jetzt den neunter Mod von euch, aus eurem Team, von dir. Was kriegen wir heute zu sehen? Ja, ich war gerade Zuckerrüben ernten. Du warst du drin? Kannst. Hier drüben. Ja, ich sehe schon. Hast alles schon hingestellt, das ist nett. Ja. Ist auch euer Server, deswegen. Kannst du auch noch ein bisschen unterstellen, sag ich mal. Und damit das Ganze nicht über Winter ein bisschen, ja, einrostet, verschleißt, sag ich mal. Und da haben wir eine passende Halle. Also für große Fahrzeuge diesmal. Für große Fahrzeuge, wirklich. Also wer es jetzt in den letzten jeden Tag gibt es einen neuen Mod. Wir haben jetzt mehrere Schüttgut-Hallen gehabt. Wir hatten auch einen kleinen Unterstand, eher für Young- oder Oldtimer mit richtig coolen Moves. Also... Ne, guckt das Video gerne mal an. Das ist nicht nur einfach nur ein einfacher, also in Anführungszeichen einfacher Unterstand, hat zwar noch, also quasi jeder Mod hatte bis jetzt irgendeine Besonderheit. Also schaut da gerne mal vorbei. So, und da waren die Mods immer, also die Hallen, die eine Halle, die warten recht, also für kleinere Fahrzeuge. Ja, die ist heute das blanke Gegenteil, könnte man sagen. Oh. Ja, okay. Aber die ist ordentlich groß. 5 Tore. Irre. Und wir haben hier. Und die Größe, wie gesagt, an den Gebäude. Ich öffne mal. Mit Sound natürlich. Wenn du genauer hinhörst. Und wir haben wirklich eine riesige Fläche für große Fahrzeuge. Große Fahrzeuge, genau. Ich sehe, euer Lichtsystem ist hier verbaut. Das war in vielen Mods da schon so, dass ihr immer darauf achten müsst. Die Kabel sind nicht immer willkürlich, sondern ihr seht hier quasi den Hausanschluss, der in die Erde geht. Und von da aus quasi Sicherungskasten, ja. Die ganzen Kabelverlauf auch zu den Lampen. Also das würde ich jetzt, also vom Detail her schon sehr, sehr hohes Niveau. Das nur ja. So als Randinformation. Brauchst wahrscheinlich auch wieder die Regenrinnen auch wieder. Ne? Also die schweben nicht irgendwo, sind irgendwie angeklebt, so haben alle ihre Halterungen. Also für Freunde, die kleinen Details sind hiermit, also würde ich, wir kommen hier wieder voll auf ihre Kosten. Ja, ich mach kurz mal den Flugmodus auch nochmal an. Wenn du guckst, wenn du zu mir hochgeflogen kommst. Zum Thema Details, also wir haben auch Querstreben alles drin. Noch guck hier. Dir mal die Winkel an. Ja, und alles passend verschraubt. Die Winkel sind Löcher, also zum Thema Löcher mit Winkel. Über eine Textur natürlich gemacht und nicht über das Modell, weil das würde sonst den Rahmen der Polygone sprengen, sag ich mal. Ja, ja. Die ein bisschen sich mit Modding auskennen, wissen, was ich meine. Und ja, High Polygon ist für Server nicht gut. Ja. Aber dann kommt ihr schnell an eure Grenzen und dann habt ihr kein vernünftiges Spiel mehr, sondern noch Ruckelt Party. Genau, und ihr habt durch Textur, die ich da dazu gebastelt habe, auch bei den Nagelplatten ein A3D-Design oder besser sieht man sogar noch bei den Winkeln, wie gesagt, da kannst du wirklich die Löcher sehen, sage ich mal. Ja. Genau, ansonsten findet man die Halle unter dem Baumenü, unter Hallen. Und hinten für der schmale 200.000 Euro könnt ihr euch die Halle kaufen. Genau. Sehe gerade, dass die Funktion noch nachgetragen werden muss. Also die Halle hat jetzt eine Maße von 20 Meter in der Tiefe und 50 Meter in der Breite. Ich werde mich ransetzen und dann noch weitere Hallenmaße zumachen mit einer Breite von weniger als 50 Meter. Also mit weniger Toren wahrscheinlich. Okay, ich mache meinen Test. Ich nehme mal meine Maus. Weil die habe ich heute auf der Heimfahrt vor mir gehabt. Ich mache ein paar Tore hier auf einfach. Ja, die passt doch rein. Ist auch handbreit oben Platz. Also man kann ganz gut hier reinfahren. Ach, du willst dir den entspannt machen. Außer wenn du gerade drüben bist bei der höheren Betonwand. Ja. Da kann man natürlich auch Schüttgut reinkippen. Also Rüben zum Beispiel. Okay. Aber das ist nicht so eine Funktion drin wie jetzt in dem Mod vom Dezember, vom Nikolaus. Also, nein. Okay. Wir wissen, was ich meine. Schaut mal nach. 6.12. Also in meinen Augen ist jetzt schon noch der coolste oder krasseste Mod. Weil es so unerwartet kommt alles. Also guckt das Video mal an, auch bis zum Ende. Also das ist ja wirklich wild. Ja, ich hoffe, wir toppen das noch. Ja, stimmt.
Ich zähle auf. Ich ganz gute Hoffnung, dass wir noch toppen, weil ich habe da noch zwei, drei Sachen im Ärmel. Ah, sehr gut. Also nur viel zu schon, ich weiß auch nicht, was hier kommt. Also ich bin hier genauso wie ich weiß, und wir starten dort. Ich frage Billy aus und er macht das Ganze. Also nicht, dass ihr meint, dass ich jetzt hier komplett vorbereitet bin und genau weiß, was kommt. Ich bin immer selbst quasi die erste Überraschte hier. Weil ich mich überraschen lassen möchte. Ich könnte natürlich jetzt klar die Mods mir runterladen, mir angucken und sagen, wow, aber so glaube ich ist es für alle. Genau. Okay. Besser. Skills. Aber die Halle ist wirklich riesig. Wenn ihr überlegt, das sind mit die größten Fahrzeuge, die wir jetzt hier haben. Von der Länge und Höhe her. Ja. Vielleicht ein Drescher mit Schneidwerkswagen toppt das Ganze vielleicht nochmal, aber. Ja, aber auch ein Drescher fast locker rein. Ich alle Drescher wirklich rein. Pro Standardspiel passen wirklich alle rein. Okay, welche Mods mit überhöhten Korntanks dann vielleicht nicht, aber für 98% ja, der Mods ist das von der Höhe her. Wahnsinn. Auch hier überall einfach mit dem Deutz. Fast ohne Mucken komplett rein, ohne dass ihr irgendwie hier vorne Angst haben muss, dass das Tor euch die Lappen ausknipst. Sehr cool, auch texturtechnisch, aber die Farbe des Holz lässt sich nicht verändern, aber es gibt da manche Mods, da kann man ja über N und M. Nein, das ist nicht verändern. Okay. Das ist nicht ganz so einfach bei der Textur. Oh. Ui. Das war jetzt, weil ich wollte es trotzdem machen, hab den hingekriegt. So. Ja, wir haben einen starken Bauern, das Problem. Jetzt habe ich gerade aus. Aber ihr seht, lässt sich. Genau. Alles vernünftig. Alle Tore sind zum Öffnen, ne? Ja, alle Tore kannst du öffnen. Cool. Achso, und jetzt eine breite Tür? Okay. Gut ist bei der Halle auch, wenn du jetzt zum Beispiel mal was reinkippst, wie Zuckerrüben in die Ecke, wo die Schmidtgüter gelagert werden können, du kannst doch einfach mal sagen, ja, das ist wieder ein, ich kann es auch einfach in der Halle einladen. Okay, ja, schon. Du musst dich rausfahren, dann draußen erst vollladen, du kannst auch bequem hier drin einladen. Krass. Ja, klar, logisch, so genug Wendefläche, auch mit dem Bagger, ne, hoch genug. Ja, mit einem, also ich habe getestet mit einem großen Volvo-Radlader aus dem Platinium, ohne Probleme. Krass. Kannst du den mit einem Platinum Volvo-Radlader beladen? Ja, das ist natürlich nicht wenig. Das ist von der Höhe her dann passt. Und das ist durch die Größe der Radlader. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht gerade der kleinste. Da genau. Haben wir noch andere Fahrzeuge verlässt. Nee, sehr gut, sehr gut. Ja, gibt sonst was Wichtiges zu sagen, Willi? Hast du noch irgendwas? Ansonsten eigentlich nichts mehr weiter. Ja, Hallenbeleuchtung ist ja an, haben wir gesehen. Ist schaltbar, ne? Über den Lichtschalter an der Seite wahrscheinlich. Ja. Da ist das gute Stück. Nicht aus. Ihr seht auch der Schalter, der wird auch richtig getastet. Ja genau, der klickt doch runter. Genau. Also selbst der ist animiert. Ja, eine sehr schöne Halle, wie ich finde. Also gerade auch der Stil gefällt mir gut. Ne, also das ist ja eher Neubau, ne? Das ist nicht Youth Look oder so. Ja, genau. Und auch in den Türen sieht man die Verstrebungen hier. Nein, sehr gut. Also mir gefällt es gut. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, ja, bedanken uns fürs Zusehen und Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass diese Halle euch gefällt. Wie gesagt, die Mods kommen, sind noch nicht verfügbar, kommen aber demnächst, sind oder werden noch bei Giants eingereicht, also die werdet ihr im Mod-Hub finden. Wenn das der Fall ist, sagen wir euch natürlich Bescheid, ne, über sämtliche Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, sagen wir euch Bescheid. Unter dem Video sind auch die Kanäle von BGE Modding, sowohl Discord als auch der YouTube-Kanal, könnt ihr natürlich immer gerne vorbeischauen und auch da einen netten Gruß da lassen von uns. Und ja, Billy, von meiner Seite gibt es nichts mehr, außer dass ich mich bedanke und sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao.